Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 368 von Simotrans mit dem Pack 128 German. Wir haben hier einen kleinen Stau, das liegt aber daran, dass die alle laden, ne, oder? Ja, ich glaube, die fahren schon weiter. Der Bus ist jetzt hier. Da spawnen immer irgendwie welche im Hintergrund, oder was? Ah, der dreht jetzt irgendwie um und dann hat er wieder Vorrang oder so. Sieht schon ein bisschen kurios aus hier, ne, aber passt schon. Ah, der hat jetzt geladen, der LKW, wie wir sehen, und er fährt weiter. Straßenbahn kommt aus der anderen Richtung. Die rücken auf, das passt noch alles, ne? Ja, ich denke mal, das sieht gut aus. Ja, jetzt kommt wieder ein Bus, der dreht dann da, oder wie ist das? Ja, sieht so aus und die sind dann irgendwie übereinander. Das ist jetzt nicht so prickelnd, aber das ist dann so. Warum der jetzt hier nicht bis hinten hinfährt zum Rammbock, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, aber ist egal, glaube. Ja, aber die werden jetzt hier nicht weniger, oder was? Ha? Komisch. Weil die hier immer alle drehen, oder? Zu viele Fahrzeuge auf der Linie. 1, 2, 3, 4 LKW sind hier, die nicht vorankommen. Ah, jetzt rückt mal wieder einer auf, okay. Muss nur aufpassen, dass es noch funktioniert. Ne? Aber hier sind ja so ein paar Lücken drin, die dann vielleicht noch einen LKW fassen. Ne? Okay. Gut, ich würde sagen, wir schauen gleich hier nach den Abdeckungsgeschichten nach dem Intro und dann gucken wir weiter. Ne? Alles klar, bis gleich. So, dann gucken wir mal rein. Hier, diese Fläche ist zum Beispiel nicht mehr abgedeckt. Das heißt, wir machen nicht WASD, weil das ist doof. Wie immer, ne? Wir gehen mit den Pfeiltasten hier bei Simotrans vor. So, wo sind wir denn jetzt hier am Stehen? Ach so, das ist hier jetzt ein großer Bahnhof, ne? Das heißt, der hört da auf. Ja. Wir müssen hier hin. Und dann machen wir hier die Bushaltestelle mit dem Postkasten. Oder ne, wir hatten eine Bushaltestelle und den Postkasten extra. Und ich würde sie eigentlich tatsächlich, wir müssen mal gucken, der ist hier. Sie wäre jetzt hier, aber das passt da zwar, aber hier nicht. Also wenn es richtig wäre, müssten wir hier verlängern, ne? Und die müsste hier hin. Ist da aber schon doof, also machen wir das nicht. Dann setzen wir die hier hin. Machen wir da mal eine Straße. So sieht schon mal gut aus. Und setzen die Bushaltestelle dahin. Also, okay. Ach, überlappt schon. Dann hätten wir dieses Tool. Komm, dann reißt die nochmal weg. Die will ich dann da doch nicht haben. Das ist das. Das machen wir dahin. Und das machen wir so. Oh, cool. Das ist mit Schräge geworden dadurch. Sehr geil. Und das können wir dann zumachen, glaube ich. Verlängern das kurz. So. Jetzt die Bushaltestelle dahin. Und die sitzt jetzt da. Dann passt das. Dann mal einen Postkasten daneben. Dann passt das auch. Gut, dann ist das Haus abgedeckt. Jetzt müssen wir nur eine Linie haben, die da auch vorbeifährt, ne? Die muss ja hier sein, ne? Die Großbäckerei wird da ja angefahren. Verbindung. Stadtbus Adenau Bahnhof Nord, Stadtbus Adenau Bahnhof Süd, Stadtbus Adenau Ost. Hat nicht so viel, das ist schon mal gut. Ist das nur zur Schwanengasse? Wo sind die? Ach, das haben wir extra eingebaut, ne? Schwanengasse. Weil da so viel standen. Kann das sein? Das war hier oben irgendwo. Kopernikus. Oh. Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber wir machen das mal so, dass der hier anhält. Zusätzlich noch und dann fährt er wieder dahin. Dann haben wir das mit drin. Fahren tatsächlich zwei Fahrzeuge drauf.
Gut. Die LKW stehen hier immer noch. Hat immer noch nicht geklappt, dass die wegkommen, ne? Das ist nicht gut. Aber vielleicht ist jetzt ein Bus, der hier anhält und dann da weiterfährt. Der war es nicht. Und da oben ist ein Bus. Den haben wir den falschen erwischt. Da ist es auch nicht. Das ist auch nicht. Ich glaube, den werden wir nie hier kriegen, oder? Was haben wir jetzt? Ich glaube, jetzt haben wir einen. Kühlflügelhof, Adenauer Bahnhof ist aber der falsche Bus. Ja, gestaltet sich hier jetzt schwierig mit den Fahrzeugen, die hier stehen, ne? Wie geht das? Das ist die Frage. Ah, guck mal, hier fährt der erste LKW hier an. Das ist der Post-LKW. Der holt da schon Pakete ab. Steht aber nur ein Passagier. Okay. Was ist das hier? Eine Untergrundbahn? Haben wir aber nicht, ne? Ah, das ist so eine Sehenswürdigkeit sozusagen, ne? Ja, jetzt steht auch noch der da im Weg, ne? Ah. Was ist denn das für ein Bus? 35 Passagiere sind da. Adenau Ost. Ah, das ist unser Bus, der jetzt hier runterfährt. Ja. Okay. Und der nimmt jetzt den einen mit, der da steht. Ja. Der fährt ordentlich miese ein. Nicht so prickelnd, ne? Aber was willst du machen? Ah, der Post-LKW hat sich schon eingereiht, oder? Das wird spannend, würde ich sagen, bis das weg ist da. Lass uns mal die anderen Ecken alle gucken. Sonst ist Adenau aber abgedeckt wohl. Ja, machen wir die Karte hier auf. Gehen wir hier unten hin. Ah, hier rechts ist was. Oh, da ist ganz schön viel. So, das heißt, wir gehen hier hin. Und gehen hier hin, müssen jetzt eigentlich so bauen, dahin. Dann ist das alles abgedeckt. Machen wir das so? Auf der Straße kann sowieso keiner fahren. Aber die Abdeckung muss nachher hier auch noch so sitzen, ne? Das heißt, besser so. Gut, das heißt, wir machen hier eine Straße hin, die so ist. Setzen dort die Bushaltestelle hin und den Postkasten machen wir davor. Alles ist safe. So, und dann müssen wir da noch gucken, wer da vorbeifährt, ne? Hier ist eine Bushaltestelle. Stadtbus Radolfzell 3 ist das. So, mal gucken, ob das noch geht, aber der ist voll. Der fährt schon viel zu viele an. Welche Linien haben wir denn da, Stadtbus Radolfzell? Das ist 3 Uhr sozusagen, die 3, die da drin steht, glaube ich, ne? Oder? Weiß ich nicht. Ja, 3, 1, 2, 3, 6, 9, okay. Fahren die denn alle hin? Immer Lilienthalstraße wohl. Das bedeutet, ja doch, das war schon richtig. Nimm den LKW, mach eine neue Linie. Und nenne sie Stadtbus Radolfzell. 4 passte, ne? Machen wir 4. Und dann fügen wir den da hinzu und aus die Lilienthal-Geschichte. Hier ist er, ne? Ja, ich glaube, das ist der Lilienthal halt. Genau so ist es. Passt. Kannst du zumachen. Frosch in den Hals.
gehen hier rein und gucken, dass wir nicht Benötigte nehmen oder Benötigte schon richtig. Sortiert nach Kapazität. Und dann ist das der größte. Und der geht auf diese Linie Stadtbus Radolfzell 4. Und starten. Dann holen wir den auf jeden Fall auch ab. Ach, hier war ja noch mehr. Hm. Dann müssen wir gerade gucken, wie wir das abdecken. Mach mal so. Und das ist da. Das bedeutet, wir müssen diese Linie gerade einmal umziehen. So und so. Reißen den dazwischen ab. Holen jetzt die Bushaltestelle rein, die dann da liegt. Genau. Und stellen den Postkasten dahin. Alles dann da auch abgedeckt. Müssen dann allerdings die Linie anpassen. Stadtbus Radolfzell 4 war das. Fahrplan ändern wir. Radolfzell Witzigstraße. Dann dahin. Und dann wiederum dahin. Und passt. So, dann haben wir das auch eingekreist, hätte ich jetzt beinahe. Ah, hier hinten ist auch noch was. Zwei Felder. Okay. Der Halt liegt da. Wie kriegen wir das am idealsten hin? Oh. Hier, ne? Super, schade. Dann machen wir das mal mit Geländeveränderung und hoffen, dass das funktioniert. Das sieht schon mal gut aus. Aber warte. Dann muss ich eine Schräge bauen, die so ist. Und dann muss ich eine Straße bauen, die so ist und muss da unten die wegnehmen, damit das passt. Baue die dann dahin und baue den Postkasten dahin. Dann funktioniert das, dann haben wir das abgedeckt. Jetzt ist nur die Frage, wer da wohin fährt. Verbindung, Stadtbus Radolfzell 1 ist das. Da gibt es auch noch Kapazitäten, würde ich sagen. Da können wir noch was anhängen. Letzte ist die Dingens. Das heißt, wir müssen erst zur Lilienthalstraße. Und dann dahin. Aber ich denke, wir müssen mal gucken, ob hier überhaupt noch was fährt. Kann ja sein, dass die da alle stehen. Machen wir das, die Abdeckung aus. Fährt hier von denen noch einer? Ja doch, da geht es jetzt gerade um die Ecke. Ja doch, das ist wohl noch Bewegung drin. Ja. Ist tatsächlich zu überlegen, ob man nicht außenrum irgendwie die fahren lassen könnte, ne? Aber ist halt so gerade. Straßenbahn geht hier lang. Fährt aber auch da lang. Er hat schon Leute abgeholt, oder ist das? Oh, sind sogar tatsächlich zwei drinne. Ob die jetzt von hier sind, ist die nächste Frage, aber sieht ja vielleicht auch nicht schlecht aus. Sind ja auch ein paar Gebäude hier mehr, die da jetzt sind. So, machen wir wieder das an. Ich glaube, die Städtchen Radolfzell hatten wir erledigt, ne? Das sieht, glaube ich, gut aus. Ist das abgedeckt? Das ist, glaube ich, abgedeckt. Ja, und hier ist nichts, was gebaut worden ist. Da wäre noch was abzudecken, aber das sieht gut aus. Nächstes Örtchen wäre dann Döbeln. Hier oben ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Da unten ist einer. Zweier. Und sonst ist nichts. Also wir müssen hier nur eine Haltestelle haben. Oh, guck mal, da ist auch einer. Da kommt gerade ein Flieger reingeflogen. Wenn ich den da einsetze, decke ich alles ab. Sehr gut. Das heißt, hier kommt die Straße so rein.
Bushaltestelle dahin und Postkasten daneben. Dahin, alles ist gut. Und wir haben hier eine Haltestelle, die wir anklicken müssen. Da. Und Verbindungen sind Stadtbus Döbeln Ost. Ich glaube, einer geht da noch. Waldweg. Und vom Waldweg hier müssen wir erst den Waldweg haben. Ich glaube, der Waldweg war das, ne? Ja. Und dann gehen wir hier hin. Dann passt das. Dann haben wir den auch abgedeckt. Sehr gut. Ist auch bis zum unteren Ende vom Wasser. Das ist auch gut. Wenn hier jetzt noch was wächst, ist es doof, ne? Weil dann müssen wir irgendwie Land anspülen. Sagt man das so? Nee, ne? Land aufschütten. So, Döbeln haben wir auch. Dann sind wir hier bei der Vier-Städte-Tour. Da fangen wir mal bei Lauter an. Oh, Lauter hat ganz viel da oben gebaut schon. Guckt euch das mal hier an. Das ist ja richtig weit weg. Und interessanterweise über zwei Gleise, was doch irgendwie ein No-Go war. Ah, vielleicht ist das aber so rumgebaut. Das könnte sein, aber das ist ja krass hier. Aber ich sehe schon, die Zeit ist wieder fortgeschritten. Ich denke mal, Lauter wird unser nächste Folge sein, wo wir dann hier dieses hier machen. Und da ist auch was. Ist das ein Gebäude? Zuckerrübenbauer gibt es da sogar. Krass. Okay, dann müssen wir da was machen. Ist klar. Wir schauen mal kurz hier rein. Ja, hier gibt es auch im Randbezirk auch was. Guck mal, selbst hier so weit weg ist was passiert. Sehr cool. Und hier ist nichts. Okay, der Bauernhof ist klar. Dann gucken wir mal hier oben bei Floto. Floto sieht erstmal unerweitert aus. Ist das Floto? Ist das... Weiß man nicht, ne? Hier ist alles noch abgedeckt. Und dann haben wir hier noch Waldeck. Die Floto und Waldeck sind zusammengewachsen. Aber Waldeck ist nix. Ja, sieht so aus. Sonderhausen und Waldeck. Und Lauter müssen wir machen. Und Lauter finde ich ziemlich krass, dass das hier sich gerade erweitert hat. So. Und vor allem nicht so flächig hier so, sondern so Stück, Stück und wieder ein Stück. Das finde ich krass. Das finde ich richtig krass. So als ob er hier die Kreuzung so favorisiert hätte oder sowas, ne? Naja, okay, wisst ihr Bescheid. Ich sag mal, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.